So, spulen wir mal vor auf den letzten Teil. Nee, warte, wir sind schon zu weit. Den Banjo-Kazooie Reveal Trailer, ja? Ich liebe das. Boah, ich habe die Serie geliebt. Guckt es euch an. Ein bisschen lauter. So, hier. Und dann kommt die Ankündigung. Ich habe bewusst nur einen Teil dieses Bilds eingeblendet. Achtet auf diesen Kerl hier. Der Kerl, dieser Mann, hat die E3 gewonnen. Absolut. Er am Alleingang. Guckt ihn euch an. Ich hoffe, man erkennt ihn doch. Man muss ihn erkennen. Dieser Kerl, ja? Die Leute rasten aus. Oh mein Gott. Und da ist halt das Folgende passiert, ne? Achtung, ich spule nochmal kurz zurück. So, das Puzzlestück fliegt durch den Bildschirm. Und da habe ich auch schon gecheckt. Oh, Banjo. Aber die haben es auch gecheckt. Und dieser Typ, dieser Mann, der hier kaum Haare auf dem Kopf hat, er hat es prophezeit. Er hat es prophezeit. Guckt euch diese Emotion an. Kann man das leugnen, dass den Leuten das scheißegal ist, dass das irgendwie nur eine Kleinigkeit ist? Die Leute, sie rasten aus. Sie mental werden die. Auch der da. Geht auch ab. Aber achtet auf den. Achtet auf den. Er ist der Wichtigste hier. Oh mein Gott! Guckt euch so. Hä? Für so, ja, irgendeinen Charakter in irgendeinem Spiel. So. Ja, okay, so ist die Wahrheit, ja. Aber man kann die Emotionen dieser Leute nicht. So, ey Leute, guckt euch dieses Gesicht an. Ist das nicht ein Gesicht von. Er guckt nicht mal mehr auf den Bildschirm, weil er gerade so gehypt ist. Weiter. Oh. Nochmal kurz zurück. Er dreht sich um. Er rastet vollkommen aus. Die rasten alle aus. Mit seinen Armen macht er das. Er kann nicht mal mehr seine Hände kontrollieren. So gehypt ist er. Guckt euch diese Hand an. Guckt euch diese Hand an. Er guckt nur auf ein Bild und es ist der Duck-Control. Alle lachen. Ich meine, hier hätte es auch enden können. Und, na, okay. Ha, ihr habt gesagt, na, Banjo. Okay, E3 ist vorbei. So richtig so. Und danach hättet ihr ganz schnell mal eure ganzen. Nee, danach hättet ihr Aktien kaufen können bei Nintendo, weil die richtig im Keller wären. So. Ja, ist ja kurz ruhig. Er macht kurz Pause vom Ausrasten. Und jetzt ist er dabei. Und er holt sein T-Shirt raus. Darum geht's jetzt. Er hat ein Banjo-Kazooie-T-Shirt und er hat die ganze Zeit dran geglaubt, dass dieser Moment in seinem Leben eintreten wird. Und da passiert es. Er holt sein T-Shirt raus. Scheiß mal drauf, dass die Leute hinter ihm nichts mehr sehen. Nur auch sein T-Shirt alles verdeckt. Hier geht's nicht um die. Es geht nicht um alle Leute. Es geht nur um ihn hier. So, er dreht sich um. Da ist Banjo-Kazooie drauf. Er zeigt es der Menge. Guckt ihn euch an. Boah, in jedem Frame sieht man diesen Hype. Ich meine, die anderen waren auch so, aber er ist wirklich das repräsentierende Beispiel. Und ich kann es kaum fassen, dass ich noch niemanden gesehen habe, der über diesen Mann geredet hat. Er hat ein King K. Rool T-Shirt an und hält ein Banjo-Kazooie T-Shirt, was er noch dabei hat, als Ersatz-T-Shirt, keine Ahnung, da, während gerade auf dem Bildschirm. Also, guck mal, es gibt ja so richtig Bilder für Geschichte. So Zweiter Weltkrieg-Bilder, Golfkrieg, Vietnam. Das sind jetzt alles Kriege. Aber irgendwie so bedeutende Bilder in der Geschichte. So. Genau das hier sollte ein Bild in der Geschichte sein. Hier sieht man Banjo. Und hier sieht man diesen Kerl, boah, wie gerade sein größter Traum wahrscheinlich in Erfüllung gerade geht. Es muss ein schönes Gefühl sein, wenn wirklich ein Lebenstraum von einem in Erfüllung geht. Guck, man kann sich nur mit ihm freuen, weil er so happy ist. Ah, ja. So, oh, guck mal, er dreht sich, ich liebe dieses Moment. Er dreht sich um, er streckt seinen Arm aus, seinen überaus langen Arm und umarmt irgendeinen Kerl. Also, vielleicht ist das ja ein Freund von ihm. Guck mal, Mann, er weint. Man sieht das ja heute, glaube ich. So froh ist er. Guck mal, ich kann nicht fassen, was hier gerade passiert. Oh, ist das schön. Und dann nochmal schnell umdrehen. Die umarmen sich ja auch. Und die geben sich noch High Fives. Es ist eine Community. Ich weiß nicht mal, ob die sich vorher kennen. Und die. Jetzt geht's hier ab! Jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's zu dritt umarmen und jumpen dabei, oder? Ja! Ja! Yeah! Noch ein Bild für die Geschichte. Sein Traum ist gerade in Erfüllung gegangen. Nicht so ein Ja, cool, sondern wirklich sein Lebenstraum. Und
Die anderen auch. Ja! Ja! Ich hab's euch gesagt! Ich hab's euch gesagt! Ihr habt mich alle für verrückt gehalten, aber ich hab's gesagt! Er küsst sein T-Shirt! Dieser Mann küsst sein T-Shirt! So überzeugt ist er von der Situation. Das ist nicht gespielt. So, vielleicht wissen ja, dass alle mit Smartphones das aufnehmen, aber denkt in der Sekunde jemand daran und der macht jetzt irgendwie so ein Overreact? Guck mal, es gibt immer diese Reaction-Videos vom Trailer und ich will sagen, dass viele von denen hochgespielt sind. Alle wollen wie Attica sein. Attica will wie Attica sein. Sogar. Und die Leute, die wollen extra hochhypen, reacten, wow, voll krass und damit die halt, keine Ahnung, dadurch die Klicks abstauben. Dieser Kerl, der will keine Klicks abstauben. Der Typ lebt nur seinen Traum. Der Typ lebt nur seinen Lebenstraum. Das ist wirklich der realste Shit, der Typ. Der realste Shit, also der realste Typ und vor allem der Typ, der die ganze Zeit recht hatte. Er hat das T-Shirt mitgebracht, weil er überzeugt war, heute wird ein Tag, wo Banjo-Kazooie revealed wird. Und da passiert's, vor allen Leuten. Vielleicht hat er vorher noch mit denen geredet und die waren so, ach, da war kein. Okay, viele haben's geglaubt, aber er hat's am meisten geglaubt. Sorry, noch einmal ein kurzes Stück zurück. Ich glaube, man hört ihn sogar schreien. Ist das sein Schrei? Es ist sein Schrei! Er macht den und dieser. Es ist sein Schrei! Man hört ihn aus der Menge. Von den Leuten kann man ihn einmal raushören. Yes! 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 Zugeben, ich habe noch nicht das ganze 40-Minuten-Video geguckt mit dem Kerl. Muss ich mal irgendwann machen. Ich habe nur diese Szene gesehen mit ihm. Ich weiß auch gar nicht, wie er auf Zelda reacted. Aber locker nicht so. Arme hoch, feiern. Irgendein Schlachtruf, ich kann ihn leider nicht identifizieren, aber Banjo wahrscheinlich schreit er. Sorry, dass ich so in die Länge gerade ziehe, aber es ist gerade echt eine wichtige. Es ist eine Geschichtsstunde gerade. Er guckt hin. Er guckt auch ein bisschen an, was hier abgeht. Aber er kann seinen Hype nicht zurückhalten, Mann. Guck mal hier. Sogar in einem Moment, wo alle nur brav gucken. Er hier ist auch ein bisschen überwältigt. Ich weiß nicht, ob man im Bild noch sieht. Sieht man das überhaupt alles so relativ? Doch, man erkennt ihn wunderbar, diesen Kerl. Wunderbar. So. Yes. Der realste Kerl, Mann. Oh mein Gott. Es ist, als wäre es ein Traum, aus dem er nicht ausbracht. Und sein T-Shirt. Sein T-Shirt. Oh, nochmal umarmt. Guck mal, was für eine Gemeinschaft das ist. Besser als Fußballfans. Er heult! Er heult! Ich mach mich ein bisschen drüber lustig, ja. Aber ich finde es genauso lächerlich, wie ich es auch cool finde. Das klingt jetzt komisch. Aber er heult, weil sein wirklich. Für mich ist das wie ein komischer Traum. Also, okay. Es ist cool, aber es ist irgendwie nicht so mein Lebenswerk. Aber ihm ist das was anderes. Und er heult! Weil er es so gut findet. Oh mein Gott, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass er geheult hat. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Oh fuck, der ist durch, der Mann. Der Mann ist durch. Und jetzt kommt der Moment, wo er sein T-Shirt anzieht, oder? Ja, Mann. Jetzt zieht er dieses T-Shirt an. Über sein anderes. Es gab noch nie einen besseren Moment, als jetzt dieses T-Shirt zu tragen. Guckt mich an. Oh Mann, man kann sich ja mit ihm freuen. Und nichts davon ist gespielt. Er hat wirklich geheult. Er hat wirklich gehypt. Und in die Hosen gepinkelt. Ja, und jetzt kommt noch das Zelda-Ding. Ja, auch sicher interessant, aber. Machen wir mal wieder den Stream hier. Da, wo wir ihn haben.